Guten Abend. Heute ist der dritte Block von Arnaldos Block wieder live im Sendung mit unserem Superstar Björn Lindemann. Hallo, hallo Arnaldo. Hallo, hallo. So, heute gibt es wieder andere Fragen ohne Fußball natürlich. Was habt ihr so gemacht im Neujahr? Ja, zu Hause gegessen, Feuerwerk angeguckt, dann haben wir so eine verrückte italienische Familie besucht, wo die Hölle los war zu Hause. Wer war denn die Familie? Ja, das will ich jetzt nicht so deuten. Ich glaube, nachher gibt es noch ein paar Anschläge oder sowas von dem Marokkaner, der gerade leider nicht da ist. Aber nee, wie gesagt, haben wir euch noch ein bisschen besucht, eine andere Familie noch besucht und ordentlich gefeiert, ordentlich getrunken und war ganz schön, gut reingerutscht ins neue Jahr. Ja, das ist sehr schön gewesen, sowas, glaube ich. Ich hatte sehr viel Spaß, weil ich trinke ja keinen Alkohol. Nur mein Wein. So ein Wein, Montepulciano von Cantine Teanum, finden Sie nur in den besten Osnabrücker Restaurants als offene Weine. Versuchen Sie es, wenn Sie in ein Restaurant zu gehen. Sie möchten ein Glas Rotwein, nicht von einer 1,5 Liter Flasche, wie alle machen hier in Italien oder hier in Deutschland von italienischen Pizzerien. Sagen Sie, Sie möchten 0,75 Flasche von Cantine Teanum als Hauswein Rosso Favugno. Und wieder zu der Tatsache. Aber warte mal, Arnaldo, jetzt sag mal ein gutes Restaurant in Osnabrück, italienisches. La Chiesa zum Beispiel. Okay. Hast du noch eins? Oder ist eins? Ich hab noch mehr, aber ich sage keine Namen von anderen Läden, weil das ist nicht so gut für mich. Sonst kommt keiner mehr hier. Jedenfalls, wir haben da hinten zwei Stammkunden aus Portugal. Hört man, wie die lacht? Ja, die lachen nicht, weil sie haben Angst. Das Land ist total pleite und wir müssen die bald unterstützen auch noch. Wer gibt sowas denn aus hier? Ja, warte, du musst noch genug Wein verkaufen, dann kannst du das Land kaufen. Also, wo ist denn das Problem? Ja, ich verkaufe die Weine auch in Portugal. Wäre ein Ansatz. So, sagen wir mal, was ist dein Ziel in den nächsten Monaten? Gesund zu bleiben. Und von den anderen hübschen Frauen, die du alle kennst? Ja, ich habe eine zur Zeit, da sind die anderen außen vor, also die müssen sich hinten anstellen, nein, also. Scheiße. Es ist nicht mehr so wie sonst. Früher war man noch frei, dann konnte man alles rund machen. Ah, und viele Nachrichten habe ich bekommen, alle sagten bei mir, ich habe immer mit sie gesprochen. Für mich ist es kein sie, das ist du, der, die, das, egal. Jedenfalls, was ich auch noch sagen wollte. Was ist mit diesem Eidioxid? Seit ich das höre, meine Frau, letztes Mal habe ich ja gesagt, einmal im Jahr gevögelt immer nur. Diesmal will meine Frau jede Woche sechsmal. Und ich bin schon kaputt. Ich habe schon 4 Kilo abgenommen. Aber es macht Spaß. Eierdioxin ist bei mir sehr gut im Kommen. Noch mehr Dioxin rein und ich kann noch mehr. Also okay, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir. Wie war denn euer Weihnachtsfest, Silvester? Wie habt ihr so gefeiert? Ja, Weihnachten haben wir hier gefeiert. Nach dem Ingolstadt-Spiel habe ich ja gesagt, wenn wir gewinnen, trinke ich eine Flasche von den grandiosen Gran Teati. Sehr guter Wein natürlich. Habe ich aber nur eine Flasche getrunken, weil bei der zweiten Flasche war ich schon unterm Tisch. Dann Silvester haben wir gefeiert, so mit ein paar Leuten. Du kennst sie ja bestimmt auch, ne? Da war unser guter Freund aus Marokko, der ist jetzt leider nicht hier, der ist in Marokko. Versucht wieder ein paar Sachen, weil Weihnachten ist vorbei, die Ruhe hatten wir ja jetzt und wer weiß, was er jetzt davor hat in seinem Camp da drin. Ja, dann jetzt Januar, es regnet die ganze Zeit. Sehr schwach von der Stadt Osnabrück, dass sehr wenig gestreut wurde. Denn viele Leute habe ich gesehen, die haben sich wehgetan. Viele Kumpels, die jetzt hier reinkommen mit einem Gips am Arm, Gips am Fuß. Warum, sage ich? Weil die ausgerutscht sind. Ganz normal. Was wolltest du noch mehr wissen von mir? Ja, nichts. Aber was ist denn mit deinem Portugal-Aufenthalt, was ich so mitgekriegt habe am Rande? Ja, ich wollte ja gerne nach Portugal fliegen, weil ich wollte das Land ja auch mal unterstützen. Armes Land da. Aber dann habe ich einen guten Kumpel, ich kann nicht mal sagen seinen Namen, da Silva, ne? Aber der ist in Ordnung und darum fliege ich mal nach Portugal und lasse mal so ein paar hundert Euro da. Aber Gerüchten zufolge bleiben Sie ein bisschen länger vielleicht in Portugal, am Flughafen, wie es sich anhört. Ja, man will mich am Flughafen festhalten, weil ich der kleinste italienische Mafiosi bin. Aber wer will mich denn festhalten? Keiner, kann auch keiner hier machen. Ja gut, okay, zwei paar Handschellen und dann sind sie fest. Ja, und die Füße? Ich kann laufen wie Ansgar Brinkmann. Okay. Möchtest du noch was sagen, Anna? Du hast noch irgendwas, Vorschläge fürs neue Jahr, gute Vorsätze? Okay. Oh, was ich ganz normal müsste, das jetzt, was ich jetzt sage, ganz vorne sein. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen, liebe Leser von der Zeitung Gastrorant. Schmeißt die Zeitung nicht weg, da waren so viele Gutscheine, ich habe bestimmt über 300 bekommen. Viel zu viel für mich. Ich habe gedacht, ich würde nur 10 Weine verkaufen von dem Primitivo mit 10 Gutscheinen. Da kam fast 300, habe ich nichts verdient. Schneidet das nicht mehr so viel auf. Denn wenn ihr alles ausschneidet, verdiene ich ja nichts. Das war nur so einer, damit ich ein bisschen Werbung mache. Weniger kaufen mit Gutscheinen, okay? Einfach so kaufen, habt ihr viel mehr von.
Aber du siehst ja, der Wein läuft also gut. Auch mit Gutschein haben die Leute gesehen, der schmeckt gut, da kommen sie immer wieder. Ja, aber ich will mehr verdienen. Ich bin hier in Deutschland, um Geld zu verdienen. Und nicht hier bleiben, um diesen Regenwetter zu haben. Ja gut, aber noch musst du ein paar Jahre hier bleiben, oder nicht? Ein paar? Ich bleibe bis mein Lebensende hier. Ich bin hier geboren, in Osnabrück, Marienhospital. Ja, da kann ich mich noch genau dran erinnern, wo der Arzt sagte, boah, Frau Latour, Sie haben ein wunderschönes Kind. Bumm, bin ich runtergefallen. Da sagt der Arzt, oh Scheiße, jetzt hat er was, eine Macke im Kopf. Und jetzt habe ich das so. Ja gut, das wissen wir ja alle, dass du eine kleine Macke im Kopf hast. Also das ist ja nicht nur nebensächlich halt. Aber ja gut, das passiert jedem, oder? Der eine rutscht raus gegen die Wand, der andere fällt runter. Das passiert halt. Ja, mal. Das ist genauso wie bei Stefan Raab. Er glaubt, er ist der beste Mann der Welt. Hallo, in ein paar Jahren siehst du mich als Nummer 1, Stefan. Hier bin ich. Suchst du einen guten Arnaldo La Torre und nicht deine zwei Japsen da, die Chinesen. Huang Dong Dai. Was haben sie gekocht heute? Ja, Ketchup. Wie Ketchup? Ketchup mit Mayonnaise, weil die nichts anderes konnten. Das ist alles eingefroren. Alles eingefroren. Aber egal, schmeckt lecker. Ich gehe jedes Mal immer zum Chinesen, Thailänder, überall. Ja, es gibt ja jetzt auch eine neue Sushi-Bar, habe ich gesehen, in Osnabrück. Oh, Sushi mag ich gerne. Wenn das mit M wäre, wäre es natürlich ein schöner Wort. Ja gut, Sushi gibt viel Eiweiß. Ja. Aber wie gesagt, wenn du jetzt 6-mal in der Woche musst, anstatt nur einmal im Jahr? Ja, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht mich jetzt bald abschneiden lasse. Weil 6-mal in der Woche, das ist für mich zu viel. Ich bin jetzt schon 41 Jahre alt. Und es gibt auch noch andere Frauen. Aber da darf ich ja nicht mehr ran, seit ich verheiratet bin. Gut, ich würde sagen, ist ein gutes Schlusswort, Arnoldo, von dir. Wie gesagt, wir hoffen für uns alle, es wird ein schönes Jahr. Eins muss ich noch sagen. Dankeschön für das superschöne Tor gegen Ingolstadt. Denn damit hast du unser Herz wieder so glücklich gemacht. Jetzt haben wir 18 Punkte. Bam! Und wenn du so weitermachst, wirst du noch viele Tore schießen. Wo ich natürlich leider traurig bin, denn so ein Talent wie du, so ein guter Spieler, wenn du bald in der ersten Liga spielst, schade für uns Osnabrück. Aber ich drücke dir immer die Daumen. Ja, ist mein Job, Arnaldo. Und dein Job ist es, die Pizza zu machen. Ich hoffe, die bleibt auch immer gut, so wie sie ist. Und dann kommen wir beide auf einen guten Nenner, oder? So, wem ich auch noch einmal sprechen möchte. Junge Dame, kommen Sie mal bitte zu mir. Wir präsentieren Ihnen die wunderschöne Frau von Gastroland. Es dauert immer ein bisschen länger, weil sie ist jetzt genau da hinten bei den Portugiesen am Reden. Die Portugiesen flirten sehr gerne. Hallo, einmal Ihr Name bitte. Vielleicht kennt Sie noch keiner. Ja, mein Name ist Christine, hallo. Ich denke, man kennt mich schon. Also das eine oder andere Gesicht wird schon sagen, Mensch, die kenne ich, ne? Woher kenne ich die denn? Ja, wir machen Gastrorant, das ist richtig. Und wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben, beziehungsweise sich diesen Beitrag ansehen. Und Björn Lindemann hat schon sein Statement gegeben. Und Arnaldo, was kann ich dir Gutes tun? Was möchtest du wissen? Ja, was du mir Gutes tun könntest, schick mal deinen Freund nach Hause, alle Leute hier auch. Und danach können wir reden, was du mir Gutes tun könntest. Aber das machen wir ja nicht. Ich wünsche euch allen, dass ihr die Zeitung liest. Gastrorant, es ist wirklich interessant. Schaut mal rein. Weil auch die ganzen, die da die Werbung reintun, das sind alles sehr gute Geschäftsleute. Und viel Glück. Ja, ich schließe mich an und sage vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Einen Moment noch. Und einen Moment noch, PPS. Haben Sie vielleicht auch einen Freund? Ja, du hast es ja schon erwähnt, ne? Demzufolge ist das ja schon geklärt, denke ich, ne? Der Name von einem Hüpfen. Ja, das erfahren wir dann bei der nächsten Folge, denke ich, oder? Dann bleibt es auch spannend, ne? Okay, und nicht vergessen, bei der nächsten Folge werden wir diesen Film ein bisschen spannender machen, denn da haben wir zwei Personen. Lasst euch überraschen, wer das ist. Und nicht vergessen, italienischen Pizzeria, fragt nach Ternum. Ternum ist jetzt ins Gedächtnis eingeprägt und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ciao.